Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wehrlein zu Ferrari? Es kann sein, dass der 24-Jährige möglicherweise beim italienischen Traditionsteam als Simulatorfahrer eingesetzt wird, denn die Scuderia hat Interesse am DTM-Champion von 2015. Vettel soll sich dafür eingesetzt haben, ihn an Bord zu holen. Da Kwiat und Giovinazzi 2019 als Stammfahrer im Toro Rosso bzw. Sauber eingesetzt wären, wäre die Stelle frei. Für ihn spricht, da er bereits bei Mercedes als Simulatorfahrer eingesetzt wurde. Außerdem geht er dieses Jahr für Mahindra in der Formel E an den Start. Ihn soll aber auch die Indycar-Serie interessieren, da dort noch sehr viele Cockpits unbesetzt sind, aber auch in der DTM könnte es für ihn weitergehen. Kwiat noch in diesem Jahr im Toro Rosso, wo ich eben kurz Kwiat angesprochen habe. Der Russe wird nach dieser Saison am 27. und 28.11. beim Pirelli-Reifentest in Abu Dhabi wieder im Toro Rosso sitzen. Franz Tost hat dies bereits bestätigt. Neben ihm werden auch folgende Piloten im Boliden für die nächste Saison sitzen. Stroll im Force India, Räikkönen im Sauber und Leclerc im Ferrari. Das einzige, was dem 24-Jährigen jetzt noch fehlt, ist eine Sitzanpassung. Ricardo bekommt Startplatzstrafe. Der kann einem nur leid tun. Beim Boliden des Australiers muss der Turbolader getauscht werden und von daher wird Ricardo eine Startplatzstrafe von 5 Plätzen in Kauf nehmen müssen. Pietro Fittipaldi wird Haas-Testfahrer. Emerson Fittipaldis Enkel Pietro wird ab 2019 Testfahrer bei dem US-Team. Bereits beim zweitägigen Reifentest nach dem großen Preis von Abu Dhabi in 2 Wochen wird er den VF 18 fahren. Bereits vor einem halben Jahr hatte Haas Interesse an ihm gezeigt, doch die Gespräche verzögerten sich aufgrund seines WEC-Unfalls in Spa, wo er sich in der Eau Rouge beide Beine brach. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Falls ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr machen sollt, könnt ihr mir ab jetzt gerne bei unserem 50%igen Ligarennen in Bahrain zugucken. Link ist in der Videobeschreibung. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keiner meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.